Herzlich willkommen, liebe Zuschauerschaft, zu diesem wunderschönen neuen Vlog. Wir fahren heute nach El Yaque und an den Yaque Beach und nehmen heute den Schlüssel zu einem neuen Apartment entgegen, damit die ganzen wunderbaren Besucher, die hier nach Crypto City wollen, ja, nach Auswandern wollen, das Ganze begutachten wollen, dass die auch was haben, wo sie schlafen können. Außerdem kann man sowieso nie genug Apartments haben. Von dem her sehen wir uns gleich wieder in El Yaque. Spaß, ja. 50 Cent den Liter. So. Und das ist noch der Tori-Preis, ja. Also für die Gringos wie mich. Sonst kostet das Sprit gar nichts, aber du musst halt ein paar anstehen. Ne. Von dem her zahle ich sehr gerne 50 Cent den Liter. Da sind wir schon bei 14 Liter 7 Dollar. Ja. Wenn du dich groß ausrechnen kannst, voll machen für 20 Dollar. Das ist sehr, sehr angenehm. Einer, das ist der Wilmer. Mira, es un tema que casi nadie lo sabe. Que pasa que, bueno, me imagino que si la aumentan es un desastre. ¿Sí? Sí. Bueno, el 50 centavos fue el desastre para aquí, ¿verdad? Exacto, entonces si la aumentan más. ¿Cuántos años fue casi nada? ¿Como 10, 15, 15 años? Desde ¿cuánto cuesta en 2017? ¿Cero? Sí, cero, nada, nada. Ah, cero. Nada, cero. Cero. Ahora están gratis. Gratis, sí. Ahora sí. 0.50 centavos de dólar. Pero con el dedo aún sale gratis, ¿no? Tiene un costo, pero también es bajo. Sí. Es bajo, es bajo. Un dólar para full, ¿no? Es un dólar, pero full. Sí. Sí. En Alemania pagamos $2. ¡Wow! Que ese precio no llegue aquí a Venezuela. Espero que no. Bueno, gracias, Wilmer. So, Freunde. 10 Dollar bezahlt, 10 Bolívar ist zurückbekommen, das sind aber nur ein halber Dollar. Aber dafür haben wir das Auto von einem Drittel bis voll aufgefüllt. Das waren früher mal 5 Millionen, dann haben sie hier die Nullen weggestrichen. Ja? Also Inflation Brain, ja? Und jetzt sind es wieder 5. Aber es verliert trotzdem, also von Dezember bis jetzt haben wir einmal komplett, ja, 50% weggestrichen. Das waren 10 Bolívar im Dezember. Jetzt sind wir bei quasi 20, 19, 85. Das sind eine Inflation von 80% im Monat ungefähr. Einmal, naja, mehr, 100%. Ja. Also von Dezember bis jetzt einmal 100% weginflationiert. Ja. Deswegen will auch keiner Bolívar benutzen, ja, weil das ist schon ein Geldbeutel. Das verliert am Tag 3% an Wert quasi. Ja. Das ist schon verrückt so. Also das Ding müssen wir jetzt schnell ausgeben, die 50 Cent, sonst sind sie in einem Monat nur noch 25 Cent wert. Wir sind jetzt gleich in der Yaque, aber jetzt können wir gleich mal hier was zeigen. Da. Das ist nämlich die zukünftige Grundschule von Crypto City. Was ist denn mal da gereicht? Wie geil ist die Kiste bitte, ja?
del Strand Park hier, aber mit Dach. Sí, me gusta mucho. Nos vemos. Chao. Ja, heute sind wir im Sharks. Ja? Oder jetzt gehen wir was essen hier. Sharks wird auch im Deutschen. Ja? Das gehört dem Martin. Vielleicht sehen wir den gleich mal. Länger auf. No? Realmente tengo 80 suscriptores. ¿Qué deben saber el mundo afuera sobre Venezuela? ¿Realmente es tan mal? No, no, para nada, nada que ver. ¿Nos han disparado cuando salimos aquí o te van a violar? No, para nada, para nada. No, para nada. Totalmente sano y muy bonito Venezuela. Así es. Y la gente muy amable y cariñosa. ¿Viste? Muy amable y cariñosa. Lomito. Dollar, die habe ich jetzt nicht extra auf dem Wirtschaftskonto geschoben. Ich hatte es aber eine Minute vorher gesehen und dann waren die auf einmal weg. Und eben genau nachdem ich da den Zugriff erhalten habe, aber Airdrops habe ich nicht bekommen. Bin ich schon geärgert. Du hast geairdroppt. In dem Fall. Ja. Jetzt sind wir hier am Marina de Concorde, Concorde und der Miguel und ich, wir fahren heute mal ein bisschen Jetski. Wir haben mal jemanden, der spricht sogar Deutsch. Ja, ja, hallo, wie geht's? Alles klar? Alles paletti. Alles paletti, alles paletti. Ja, das sind deine Jetskis, gell? Nein, ich arbeite in der Chip hier. Ah, okay. In der Jattes. Aber die Kamera ist nicht wasserfest, oder? Nein, die ist nicht wasserfest. Wenn, also wenn ihr nachher ins Wasser fliegt, dann... Wenn er einmal ins Wasser fliegt, ist alles weg. Ja. Alles paletti!